Moin, liebe Lüt, vom Campingplatz am Nürburgring. Der Vatertag ist da, der Donnerstag, und wir gehen jetzt mal an die Rennstrecke. Wir gucken mal ein bisschen Fahrerlager, wir gucken mal ein bisschen rundherum um die Strecke. Der DSK-Bus fährt heute bis spät in die Nacht, weil heute ist auch das Nachttraining. So, durch das Stück, das ich jetzt euch durchschiebe hier, muss ich gleich andere Musik drüber legen, weil sonst habe ich gleich einen Copyright-Claim. Aber hier ist SK Kölsch, die sind schon bekannt hier auf der Ecke. SK Kölsch seit 2007. Die stehen immer hier auf der Ecke. Da oben ist das Waschhaus, dahinter ist das Veranstaltungscenter hier vom Campingplatz, da muss ich doch sagen, das finde ich ganz genauso. Sommer ist da, fuck the police. Alles dabei, was man braucht. So, hier oben ist das Veranstaltungscenter von Camping am Nürburgring. Hinter mir da im Zelt finden dann auch abends dann noch Konzerte und alles statt. DJ spielt. Der Campingplatz am Nürburgring liegt direkt an der Mühlenbachschleife. Ohnehin eigentlich eine der schönen Stellen zum Gucken. Mit Dunlop-Kehre ist umbenannt worden. Heißt nicht mehr Dunlop, heißt jetzt Goodyear-Kehre, weil Dunlop und Goodyear gehören zusammen und die Marke Dunlop ist für Europavertrieb eingestellt. Klar, dann bewirbt man die Goodyear-Schleife. Und wir sind unverkennbar am Vatertag unterwegs. Mario! It's a me, Mario! Number one! Ah, ist das Siegerauto vom letzten Jahr? Aktuell steht er auf Startplatz 9 nach seinen Zeiten. Ist also auch wieder bei der Musik dabei. Bei den 24-Stunden-Rennen, Ausgabe 51, ADAC Total Energies, 24-Stunden-Rennen, Nürburgring. Ach, und ich kann es kaum erwarten. Nachher die Lichter, die Lagerfeuer, das beleuchtete Riesenrad. Gleich kommt noch Jörg Hennig mit der Cup- und Tourenwagen-Trophy. Und die Abmoderation, die gehört natürlich Patrick Simon. Hier oben sagen Eddie Mielke und Olli Martini schon mal tschüss, bis später. Bis später. Ja, Olli, wenn wir schon auf YouTube senden, habe ich gesagt, hol ich doch den YouTube-Rennfahrer Nummer 1 dazu. Felix von der Laden. Felix, du hast gerade gesagt, ein bisschen heiß, eure Klimaanlage ist hinüber. Was für ein Luxus so ein YouTube-Rennfahrer heute hat. Klimaanlage im Rennauto gab es zu meiner Zeit nicht. Sitzheizung haben wir auch übrigens für die Nacht, weißt du, sonst will ich auch nicht fahren. Ich fasse es nicht. Hand aufs Herz, wie war es bis jetzt? Da haben wir. Wir haben ja mehr Leistung. Wir fahren ja eine AT, also mit 100% E-Fuel, das heißt, wir können offen fahren mit mehr Leistung. Ey, die Super geht wie Sau, ist wirklich Hammer. So, und wenn es dunkel wird, sind Felix von der Laden, ich, Emily und alle anderen, der 134 Starter, auch wieder dabei. Also dranbleiben und wir wünschen euch noch einen ganz, ganz tollen Vatertag hier in der Eifel. Das wird er wohl auch. Die Mario und Luigis sind ja schon ordentlich am Feiern. Endlich darf er mal fahren. Und an der Stelle, wo jetzt hier die Autos in der Reihe parken, da stand letztes Jahr das schwarze Schaf und davor noch ein weiteres Wohnmobil. Dachzelte sieht man verstärkt. Sind ja auch praktisch, ne? Nehmen wenig Platz weg, man kriegt sie dann auch schnell mal rauf und runter gebaut vom Auto. Machen wir doch mal eine kleine Runde hier. Ja, das ist also ein von Horn Tools. Sieht nicht schlecht aus. So mit dem Unterzelt. Hier haben wir dann auch schon die Anzeige, hier geht nichts mehr rein. Strom
wie zu erwarten war, alles voll. Hier hängt auch oftmals dann die dritte und die vierte und die fünfte Trommel hintereinander. Wow. Globetrotter XXLA von Detlefs. Das ist schon ein ordentliches Schlachtschiff. Hat auch Hüpfstützen drunter zum Tarieren. Eiskaltes Händchen. Fest. Die kriegst du nicht mehr raus. Jetzt kommt er sowieso ins Gaming-Zimmer. Ja, da geht es auch hin. Ich kenne Videos. Ja, guck. Ich habe nicht von letztes Jahr geguckt, ob er Grünchen. Ja, genau. Das geht die letzten Tage, geht das Video gerade durch die Decke, weil die Leute alle sich informieren und so als Vorfreude gucken die alle nochmal das Video vom letzten Jahr. Ich habe nämlich die Kamera vergessen, deswegen muss ich nochmal zum Auto. Gott sei Dank rechtzeitig gemerkt, bevor ich an der Nordschleife bin. Ja, aber mal gucken, ob wir jetzt gleich Adrenalin pur bekommen. Unverkennbar ist es Vatertag. Genau, Travel with me. Richtig. Siehst du mal. Sind wir wieder dabei. Aber ich deine Videos jeder kennt natürlich dein legendäres vom letzten Jahr. Mit das geht auch gerade richtig durch die Decke, das Video. Also das ist als Vorfreude, haben die Leute das alle geklickt wie die Blöden. Ja. Ne? Weil so ein bisschen Camping und, ne? Also freut mich, hat mal eben so seine Klickzahlen verdoppelt. Genau. Aber eins. Kein Scheiß. Kein Scheiß. Ne? Wer mich schon erkennt, der soll ja auch mal. Ich bin seit 15 Jahren hier. Ich wusste nur gar nicht, dass man hinterm Fahrerlager noch hinter das Schumacher ist laufen kann. Ja, guck, und das hast du aus meinem Video gelernt. Ja, genau. Und einfach machen. Und dass du bist zum Adenauer gelaufen. Ja, ne? Ja. Zum Brünchen, ne? Ja, gelaufen bin ich da nicht. Da habe ich dann schon die DSK-Busse dann genommen, die Shuttlebusse. Okay. Ne? Aber mit den Shuttlebussen hast du guckst jetzt gerade in den Monitor rein. Also möchtest du im Bild sein? Nein, ich möchte dir gerne jetzt hier die Drohne spielen für dich. Pass mal auf, du bist jetzt der Kameramann. Ne? Leider seid ihr keine Frauen, da müssen wir jetzt wird aber allen schlecht, die jetzt zugucken. Da musst du aufpassen, wenn du sie umdrehst, dann fängt sie ja noch tatsächlich umzudrehen. Ja, ich gesehen. Du hast auch noch keinen. Du bist natürlich Luxus. Nee, natürlich nicht live. Du bist nördlich, ne? Ich bin nördlich. Hört man raus, ne? Wir waren oben, wir haben keine Bänder mehr gekriegt. Gibt's keine mehr. Ist auch verkauft. Ist ja nicht mehr. Wie? Die Veranstaltung ist ausverkauft oder was? Der Kiosk ist ausverkauft. Ich habe keine Bänder mehr. Hör mal. An der Strecke. Du kommst zwar rein, wenn du ein Ticket hast, aber du kriegst keine Bändiges mehr. Ah, du musst jetzt die Tickets musst du mitschleppen, weil die Bändchen sind. Weil die Bändchen zurzeit immer wieder ausverkauft sind. Zweimal schon. Das kannst du gerne laut in dein. Das kommt heute in das Video. Nee, heute, also ihr guckt das natürlich morgen. Ne? Wir sind auf Vatertag und auf Vatertag gibt es keine Bändchen mehr. Sind wir mal gespannt, wenn ich das jetzt morgen früh veröffentliche, ob es dann in der Zwischenzeit schon wieder Bändchen gibt. Ansonsten kann ich euch nur den Tipp geben, oben an die Strecke, da dürfte die Versorgungslage schneller sein als hier an den Außenkiosken. Das ist der Hammer. Ne? Ja, der Feiertag macht es natürlich möglich. Ne? Himmelfahrt, Vatertag ist eine ganz andere Nummer, als wenn das hier nur normaler Donnerstag wäre, ohne den Feiertag. Da ist hier schon ganz ordentlich was los. Im Vergleich zu gestern, siehe mein letztes Video, kann ich euch hier nochmal verlinken. Da war das hier alles noch leer und im Aufbau. Wer sich jetzt fragt, wo es diese Fahrsimulatoren gibt, bei ZF haben die zwei Stück davon stehen. Hier ist der zweite. Aktuell gehen die Schlangen sogar. So, jetzt wollen wir mal gucken, was ich für ein Fahrertyp bin. Da wird es gefilmt. Dann stellst du dich da drauf und dann siehst du, was ich bin. Also, ja, die Frisur kommt hin, ne? Also, das ist schon in Ordnung. So, da haben wir ihn jetzt. Gestern mussten wir noch viel Abstand halten. Da war da drüben noch abgeflattert. Jetzt kommen wir dicht dran. 1:6. Ja, das könnte hinkommen. Und natürlich hier die Tricolori. Darf nicht fehlen. Aber jetzt machen wir den Test. Ist nicht lackiert, ist ein Aufkleber. Das sagt der Held der Steine ja auch immer noch, dass das mittlerweile fast nur noch Aufkleber sind und wenig lackiert. Und auch da ist das ein Aufkleber, das kann man sogar schon so sehen. Aber insgesamt, das ist natürlich cool.
wie viel Stunden Arbeit in so einem Modell drin stecken. Das ist natürlich der Hammer. Ich habe auch, ich habe erst gefragt, ob ich drücken darf, aber es darf offensichtlich jeder. Klappen hoch, drauf drücken. Ja. Da haben wir noch mal ein bisschen Lambo-Sound auf Knopfdruck. Velour 1D, eigentlich bereits im Begriff der Ausmusterung. Hatte ich ja aber zuerst gedacht, als der hier am Ring stand, hier ganz in der Nähe ist der Flugplatz Mendig, dass das für Michael Manosakis von den Steel Buddies eventuell sein könnte. Nee, nee, das war aber dann doch für die Bundeswehr, die das Gerät hier ausstellt. Hier vorne war ich übrigens im Huey tatsächlich nie. Ich war immer nur hinten drin. Also, wenn man hier mal in die Avionik reinguckt, das ist hier alles noch analog, nichts mit digital. Für jede Funktion ein Knopf, für jede Anzeige ein physikalischer Zeiger. Künstlicher Horizont hier, herrlich. Und die riecht auch noch richtig, da riecht man noch Öl und, ne, also, klasse. Dafür hat es sich gelohnt. Ja, diese Maschine verschwindet jetzt aus unserem Alltag. Der gute alte Teppichklopfer, nicht mehr im aktiven Dienst. Also wenn nicht Michael Manosakis sein irgendwie in die Luft kriegt, werden wir das Teppichklopfen dann wohl kaum mehr hören. Bei der TV-Serie haben sie auch entsprechend einen Huey eingesetzt im SAR-Service. Aber jetzt sind das technische Museumsstücke. So, dann sind wir hier bei Bilstein. Und in diesem Design-Look, in dieser Designsprache, ist ja auch einer von den Mercedes GT3 gestaltet. So ein bisschen Comic-mäßig. Finde ich total cool. Sieht echt schick aus. Das sieht auch ganz nach den 24 Stunden Classics aus, die sich hier gerade in der Boxengasse aufstellen. Alter Mustang. NSU Prinz mit der hochgestellten Motorklappe da hinten. Da haben wir einen Scirocco 1. Escort Hundeknochen. Einrollrunde für die 24 Stunden Classics Qualifying. Endlich dürfen sie aus der Box raus. Spaß, den alten Boliden zuzugucken. Macht denen auch bestimmt Spaß, mal wieder ordnungsgemäß bewegt zu werden. Aber jetzt haben wir lange genug Start-Zielgerade geguckt. Jetzt gehen wir mal ein bisschen auf Rundreise. War doch klar wie Kloßbrühe, ne? Bevor ich jetzt irgendwo losziehe. Erstmal einen kleinen Nappen essen. Ein Sandwich von Subway ist eigentlich auch immer okay. Es muss nicht Subway sein. Es gibt auch sehr gute Sandwichbuden, die nicht von Subway sind. Ah, oh, ist das schön. Die Sonne hat auch noch ein bisschen Kraft. Und ich werde jetzt mal zu den Shuttlebussen gehen und mich mal ein bisschen um die Nordschleife tragen lassen. Boxengasse war ich jetzt natürlich heute auch noch nicht. Aber das machen wir die nächsten Tage, denke ich. Wir haben noch Freitag, Samstag, Sonntag. Da wird die Box auf alle Fälle mit dabei sein. Das ist ja ein besonderer Airbag hier, wa? Moin. Schwimmring. Schwimmring. Auch eine Idee. Und da ist die Nürburg im Blick. So, auf geht's nach Adenau. Offensichtlich wollen nicht so viele nach Adenau, weil guck mal, wie voll der Bus ist. An der Bushaltestelle war eben gerade ein Riesenauftrieb. Adenau? Nee, nee, wir warten. Guck ich mal nach Adenau. Und wenn ihr dann mal in Adenau seid, da gibt es dann auch noch richtiges Eis. Mit vernünftigen Preisen. Spaghetti-Eis, 6,50. Das ist doch okay. Das kann man doch mal bezahlen.
Und so sehen die drei Kugeln aus, die ich mir rausgesucht habe. Walnuss, Banane und Wassermelone. Kein Erdbeer. Und rauf auf Exmühle. Kopf in den Nacken. Ist echt lecker. Kann ich euch empfehlen. Und ich habe mich natürlich vertan. Ich habe drei Kugeln genommen und habe gedacht, die kosten 3 Euro. Aber es sind dann doch 4,50 Euro gewesen. Aber das ist okay. Das kostet Eis heutzutage. Ja, doppelt geschenkt gelb. Weil der hat einen guten Einschlag hinter sich. Ei, ei, ei. Der wird da jetzt auch gleich rausfahren. Breitscheid ist ja immer die Stelle, wo sie dann eine halbe Strecke quasi die Strecke verlassen können. Dann hoffen wir mal, dass der Start Nummer 440 und 24 Stunden Classic nichts Ernsthaftes passiert ist. Das Auto sah nicht gut aus. Würde man mal sagen, letzte Rille. So, den Aufkleber hinterlasse ich euch hier an der Brücke Breitscheid. Jetzt gucke ich mir noch mal ein bisschen das Camping hier an. Lasst es auf dem kleinsten Grill. Jetzt geht es dann nachher mit den eigentlichen 24-Stunden-Rennen Qualifiers dann wieder weiter. Aber ist mal eine schöne Gelegenheit hier, Breitscheid. Da sieht man, wie die Strecke doch unmittelbar eingebaut ist in die Landschaft. Direkt in die Ortschaften. Hier haben wir dann also entsprechend Adenau da unten. Höhe Breitscheid, Brücke. Da unten seht ihr auch Teichmann Racing, die haben auch ihre Zentrale scheinbar hier, das wusste ich auch noch gar nicht. Auch hier gibt es Wasserkanister, dass man also auf den Bedarfscampingplätzen sich dann mit Frischwasser versorgen kann. Toiletten stehen auch da, allerdings alle mit Gefälle nach da. Gut, man fällt dann automatisch zur Tür raus, ne? Ein schöner alter Robur. Ja, der macht's richtig. Der hat sich diese Aufbahrrampen mitgebracht, damit steht er auch einigermaßen gerade. So schräg wie die Bedarfscampingplätze sind hier, kann ich euch den Tipp auch nur geben. Das macht das Schlafen doch um einiges angenehmer, wenn das Bett einigermaßen gerade ist. Was hier alles an Türmen und so weiter aufgebaut ist, irre. Ah, es ist Vatertag, ne? Unverkennbar, wer auf die Details achtet. Also hier den Wohnwagen raufzuzirkeln und so hinzustellen, das ist schon eine Kunst. Also meine Hochachtung. Und man kann es nicht leugnen, es ist eine einmalige Gastfreundschaft auf dem Nürburgring. Denn ich fühle mich jetzt schon hier richtig willkommen. Am Team Waschbär. Lieblingsplatz. Moin. Moin. Ihr habt ja aufgebaut hier. Ja. Wie lange braucht ihr dafür? Ja. Gefühlt eine Ewigkeit, aber sonst ein Tag. Halt. Halber Tag und dann steht der ganze Kram. Wann habt ihr aufgebaut? Gestern. Echt? Gestern erst? Und da kamen wir hier noch komplett rauf aufs Gelände und alles? Jedes Jahr. Super. Das ist wahrscheinlich ja, na, Erfahrungswerte, die helfen da. Da habe ich heute schon ein paar mehr von gesehen, die heute im Vatertagsmodus waren. So, 1, 2, 3. Nürburgring! Freunde, jetzt geht's los! Bin ich jetzt im Fernsehen? Aber unbedingt! Ja, möchtest du gerne ins Fernsehen? Ja, klar, ich bin der Leon, ich komme aus Wermelskirchen.
Ne? Wunderschön ist das hier. YouTube, sind wir live? Ihr seid nicht live. Ist das ein Sticker? Das ist ein Sticker. Nee, auch Mikrofon. Das ist ein Sticker. Mikrofon. Nee. Reiß die Hütte ab! Reiß die Hütte ab! Reiß die Hütte ab! Es ist schon ein bisschen später an Vatertag, merkt man, ne? Level with me! Wow! Geadelt! Und der Weihnachtsmann ist auch schon wieder da! Das ist die Parkberechtigung hier. Metzgesfeld, wer seid? Es wird gehupt, was das Zeug hält. Und wenn ihr jetzt mein Video bis hierhin gesehen habt, ihr müsst euch immer klar machen, da sind ohne Ende Sachen, die ich nicht filmen kann. Weil würde YouTube nicht so toll finden, wenn ich das filme. Es macht Spaß hier. Die Leute haben Fun. Das nenne ich mal Einsatz für Kinder. So eine Schaukel muss man erstmal bauen. So kann man es aussehen, dass das Fahrzeug dann auch gerade steht. Auch dann, wenn das Fahrzeug ein bisschen größer ist. Magirus Deutz, Katastrophenschutz. Davon gibt es hier ganz viele. Wohnwagen, die extra für den Nürburgring sind. Also sogenannte Ringliner. Hier muss man allerdings auch hart im Nehmen sein. Aber wenn ihr euch die Fahrzeuge da drüben anguckt, in denen ja auch zum Teil geschlafen wird, so wie in dem hier, der hat sein Hubdach offen. Also mit der Schräglage muss man erstmal in einem Fahrzeug schlafen können oder in einem Zelt. Also in dem Fall hier, das ist schon so 30 Grad, sollte das sein. Da muss man sich schon drauf verlassen, dass Bremse, Getriebe, Kupplung, vielleicht ist es eine Automatik, der dann in Parkstellung geht, dann auch wirklich das Auto hält. Sonst reißt das einen Schiefen. Nur mal so von Eindruck. Der Generator im Vordergrund, der ist einigermaßen gerade. Die sagen alle, was ich nur hab. Da hilft doch so eine Schlaftablette. Ist ungefähr 0,5 Liter groß, die Schlaftablette, dann geht das. Jawohl! Da ist er! Und jetzt geht's plötzlich! Jetzt geht's plötzlich! Eieiei! Und ich sag's ja immer wieder, ne? Der Dacia hat hier wirklich eine harte Ferngruppe. Das ist nicht der einzige. Hier hängen ganz viele Dacia. Es ist ein Publikumsliebling. Kann ich auch verstehen. Ich feiere ihn auch. Und auch wenn ihr mit dem Motorsport nicht so viel zu tun habt und meinen Kanal eher wegen meiner anderen Videos guckt, das ist ja auch Camping. Es ist wie bei Wacken, es ist einfach nur anderes Camping. So und so arbeitet RTL. Das zeige ich euch jetzt auch nochmal. Flankyball! Ja, 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 ja. Ich glaube, das könnte heute sogar stimmen. Aber eigentlich ein schönes Auto. Ich muss hier die Musik austauschen, aber es ist die beste Musik, die ich bis jetzt gehört habe hier. Ja! Tut, 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 tut. Alle bekloppt, alle lackgesoffen. Da drüben seht ihr Ring Art. In diesem Fall würde ich mal sagen, haben sich da irgendwann gestern Nacht ein paar Leute auf die Strecke gelegt und haben ihre Umrisse gezeichnet. Mittlerweile müsste es jetzt allmählich in die Qualifying-Zeit reingehen.
für das eigentliche 24-Stunden-Rennen. Also bei dem Qualifying geht es dann jetzt auch dann tatsächlich schon um was für das eigentliche Hauptrennen. Und das kann nicht mehr lange dauern, bis die ersten Autos hier auf die Grand Prix-Strecke plus Nordschleife, die Langanbindung, also die komplette Strecke, geschickt werden. Du musst da ganz schnell weg. Du musst da ganz schnell weg. Guck mal, was die sonst mit dir machen. Machen die natürlich nicht. Fazit Camping Breitscheid. Ich kann es euch nur empfehlen. Kommt unbedingt hierher. Ist lustig. Und da geht's los. Das Qualifying. Das ist jetzt der Ersatz, weil meine Bändchen sind nämlich hier tatsächlich Mangelware und inzwischen haben sie Ersatz gekriegt. Jetzt gibt es ganz blaue Bänder. Das ist jetzt die Lösung vom Ganzen. Vielen Dank. Dann sollte sich mittlerweile die Bändchenproblematik ja auch gelöst haben. Ich hoffe, das gilt morgen, wenn ich das Video hochgeladen habe, auch immer noch so. Ja, ich glaube, der steht hier normalerweise auch nicht, aber eingeschränkter Winterdienst ist, glaube ich, klar. Rätsels Lösung. Da ist Nordschleife. Und diese Möglichkeit, auf die Empore zu kommen, finde ich nun besonders genial. Das ist nicht so anstrengend wie die Leiter. Ja, man muss ja auch irgendwo, ne? 24 Stunden sind lang. Mit der Leiter könnte man ja was verschütten. Das ist noch viel schlimmer. Das wäre ja sozusagen Höchststrafe. Ja, oder? Du machst YouTube-Videos. Ja, mache ich. Ja, dich habe ich gesehen. Du hast mich gesehen? Ja! Das ist ja irre. Die Leute gucken meine Videos. Nein, aber ganz still und leise, weil ich dich gefilmt habe. Du bist jetzt natürlich auch einverstanden damit, dass das jetzt Video mit reinkommt. Ja, auf YouTube. Ach, ja? Du hast es gut gemacht. Also Körperkontrolle ist noch vollständig da. Und das an Freitag nach 20 Uhr. Also das ist schon... Ja? Bitte schön. Sehr geil. Vielen Dank. Der König huldigt deinen Untertan. Ne? So ist das. So. Ihr seid die beiden Forstkönige. Habe ich gerade so erzählt bekommen. Also er ist der selbsternannte Forstkönig. Er ist der selbsternannte Forstkönig, ja. Der Müllkönig. Boah, ich bin gekürt worden. Alter, man hat mich da das unten ist der Müll. Auf der Palette mit den Schuhen hochgetragen. Mit Fackel. Ich hatte richtige Schergen dabei. Ich hatte einen Hofnarr. Das hört sich nach dem König an. Du hast dich selbst verkleidet einfach und selbst ernannt. Das ist eine ganz andere Nummer. Ja, ja. Also ich will auch hauptsächlich, ne, das ist jetzt das Intro dafür, weil da soll ja ein Video schon von rumgeistern auf YouTube. Das werde ich natürlich an der Stelle dann verlinken. Ne? Ist klar, oder? Ja, klar. Ja. Also alle geile Jungs und Mädels. Ja. Der Italiener, der ist der John Porno. Buongiorno. John Porno, buongiorno. Mille, mille, grazie. Das ist schon irre, was die hier alles aufbauen, ne? Mit den Gerüsten und... Ah, jetzt kommen auch allmählich die Scheinwerfer raus. Jetzt, wo es ein bisschen gemütlich wird und ein bisschen leiser, man muss ja auch mal hier die Jungs ein bisschen vorstellen. Hier unten rechts, da sitzt der Mac Nolus. Ein schönen Gruß an den Mac. Mackel, schön, dass du heute Abend hier bist. Nicole, schön, dass du hier bist. Ja, zeig dein Handy. Es wäre mal wichtig, dass du hier mal Hallo sagst. Uli Hammes, wir grüßen dich. Wen haben wir denn noch? Der Lambo. Lambo Konrad Adenauer eingeschlagen auf der Döttinger Höhe. Komplett kaputt. Kurva Jovana! Das war der Manta und leider war er unscharf. Ich hab's auch mal.
Guckt mal, was ich hier kriege. Das nennt nur man an der Adenauer Forst. Adenauer Forst. Number one. Zu trinken geben. Ich bin nicht in der Lage dazu. Ich muss moderieren. Der Olli Martini hat gesagt, ich muss heute Abend hier moderieren. Ich werde dafür bezahlt. Der Grello müsste jede Minute hier eintreffen. Da machen wir ein bisschen Alarm für den Jungs. Die Jungs, die sind ganz schön geil und das muss rappeln hier am Fort. Da ist der Datscha. So, Grello in der Arobers-Kurve. Sieht, das ist jetzt Nachttraining, Nachtqualifying, nachher im 24-Stunden-Rennen ist es Nachtrennen. Hier ist die Strecke nicht ausgeleuchtet, wie bei der Formel 1, wo dann irgendwelche Nachttermine angesetzt worden sind und das Ganze unter Flutlicht gesetzt ist. Hier fahren die Fahrer wirklich in die Dunkelheit und das auf einem sehr engen Kurs. Das ist schon was Besonderes hier. So, so sieht das aus, wenn ich hier runterkletter. Hier war ich Gast. Das war ich sehr gerne. Danke nochmal Enzo. Also Enzo hat es möglich gemacht, dass ich hier oben mal mit raufstellen konnte. Und jetzt muss ich mir nochmal Fuzzi raussuchen. Ich möchte mich nochmal schön bedanken für eure Gastfreundschaft, dass ich mich da oben schön mit hinsetzen durfte. Und damit du weißt, wo das Ganze auf dem Video kommt, ich hoffe, dass ich das heute Nacht fertig geschnitten bekomme. Alles klar. Ich gebe mir Mühe. Wir sehen uns. Ja, das ist meine Schrittanzahl heute. Ich hätte sogar mit mehr gerechnet. Ich werde noch mal ins Fahrerlager schnell rüberrutschen. Aber das ist bereits mein letzter Akku, also das wird jetzt kurz. Gehört das? Der hohe BMW geht auch noch mal raus. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir ein Like da, lasst mir ein Abo da. Wenn ihr nicht abonnieren wollt, ist nicht so schlimm. Aber ganz ehrlich, also da unten den kleinen Button einmal kurz drücken, tut nicht weh. Ihr seht meine Videos deswegen nicht öfter, sondern nur so oft, wie ihr tatsächlich mal auf ein Video draufklickt, wird euch auch mein Inhalt dann vorgeschlagen. Aber jedes Abo hilft einem kleinen YouTube-Kanal wie meinem natürlich unheimlich. Bis zum nächsten Mal, euer Michael.